dich herzlich willkommen auf der Singfunkmesse. Ja, moin. So, Sansibär, zum zweiten Mal seid ihr dabei. Erzähl doch mal kurz, was ist Sansibär, was macht Sansibär, was kann Sansibär? Ja, also wir beschäftigen uns halt mit Segelflug. Genau, also Scale, da seid ihr eher raus. Ihr seid im High-End-Segler, die ganzen F3J, wo geht's hin? J weniger, also dann sind es eher die Klassen F und B, wenn man es danach benennen wollen würde. Es geht einfach darum, dass das Modell gut Strecke machen kann. Das ist bei uns im Sauerland an den schlecht angeströmten Dingen immer wichtig. Ja, und sie müssen halt extrem gut sein. Darauf kommt es an. Und eben alles mitmachen. Also quasi so von zart bis hart. Also es kommt auch der einfache Modellflieger mit den Modellen super gut zurecht. Und man kann natürlich auch bis ins Letzte ausreizen, wenn ein Profi am Knüppel ist quasi. Das sollte so sein. So, was haben wir denn jetzt hier in der Luft? Ja, finde ich natürlich gut. Klasse. Mehr fliegt praktisch die Vorversion unserer Kante. Die sieht inzwischen etwas anders aus. Das ist das Modell, was gerade etwas höher ist. Und Chris fliegt das neue Stück Spin 30. Der heißt Spin 30, weil er bei 2,90 Spannweite eine Flächentiefe von 30 cm hat. Ja, der Flächeninhalt ist dann 70 Quadratdezimeter. Das ist ja viel für ein Modell dieser Klasse. Das kompensieren wir mit einer 6%igen Profilstärke, was sehr dünn ist in dem Bereich. Ne? Okay, die Flieger sind natürlich dann komplett gerichtet. Also von Konstruktionsseite wird da nichts mehr dem Zufall überlassen. Nee, da wird nichts dem Zufall überlassen. Also hier in dem Fall, der Spin 30 ist eigentlich für F3B ausgelegt. Und aber jeder weiß ja, beim F3B sind drei Klassen gefragt. Also im Prinzip oben bleiben Thermik, Strecke und Speed. Ja, das heißt, das ergibt sich natürlich ein sehr allround-fähiges Modell. Ja. Und dann hat man natürlich immer die Qual der Wahl in Sachen Ausrüstung der Flieger. Mache ich einen Segler, mache ich einen Elektrosegler? Bei euch wird natürlich auch Service großgeschrieben und vor allen Dingen Beratung. Ihr habt natürlich auch Erfahrungswerte in Sachen Antrieb. Also ihr lasst da niemanden im Regen stehen. Ja, wie gesagt, Antriebe sind bei uns eigentlich nicht darauf spezialisiert. Deswegen suchen wir uns da Leute, die das können. Wir sind ja auch hier einige Leute vertreten und da geht mal hin und sagt, das ist das Modell, da muss entsprechend das rein. Das ist Warmfloat, man kann es aber richtig gehen lassen. Also eigentlich so ein Flieger, den jeder mal im Kofferraum haben sollte. Unbedingt, ja. Und beim Sprint kann man sich, man kann sich auch aussuchen, welche Version man hat. In dem Fall gibt es eine Doppelkohle-Version. Und da geht dann halt von, wie gesagt, engen Kreisen in der Thermik bis hin zum, ich nenne es mal Soft ES, bis über 400, knapp über 400 km/h kann man eigentlich alles damit machen. Anschauen. Ich würde sagen, wir gucken uns jetzt einfach mal die beiden hier noch kurz in der Luft an. Die zeigen uns noch, was sie so alles können. Und Henning, wenn dir noch was einfällt, fühl dich frei. Ich bin ja auch immer sehr viel ganz gerne auf dem Rücken rum. Und durch dieses sehr dünne Profil sind die Rückenflugeigenschaften auch natürlich entsprechend besser. Ich weiß nicht, ob Chris da eben schon mal ein bisschen auch geguckt hat, ob er da ein Bläschen mal findet. Also da geht ja überall jetzt was ab. Jetzt kommt Mellheim vorbei, flug vorbei hier. Ist da irgendwo ein Weg. Wo ist denn der Chris zugange? Das Modell ist jetzt die schwerste Ausführung, die wir sie haben. In der normalen Single-Kohle-Version haben wir eine Flächenbelastung von ungefähr 38 Gramm. Das ist für ein Modell in der Klasse eigentlich ziemlich leicht. Hier in diesem Fall haben wir, glaube ich, 42, was auch nicht schwer ist. Können wir hier auch aufbleiben? Also wenn es mal richtig stimmt und bläst? Ja, unbedingt. Also die Flächen sind natürlich standardmäßig mit Ballastkammern ausgeführt. Und zwar in so einem Format, dass man sich da einfach mäßigen Standard von der Stange kaufen kann. Die Kammern sind 1 cm mal 2 cm und sind 20 cm tief. Und das ist Zeug, das kann man überall kaufen. Also kriegt man bei Sansibär immer das rundum sorglos Paket. Je nachdem, was man haben möchte. Nach dem persönlichen Gusto. Finde ich ganz schön klasse, muss ich sagen. Ja, wir haben auch zum Beispiel wunderschöne neue Servos. Schokomotion Servus, da springt auch drin. Kann man sich bei Daniel Eberli am Stand angucken oder auch bei uns.
Zum Beispiel 10 mm nur dick sind. Eigentlich im Standardformat sind wir heute mit dem Fehler an und drücken einfach so 10 Kilo. Und das ist eigentlich schon die Hauptsache, die wir brauchen. TNT haben wir nicht. Exaktere Details, da würde ich dann wirklich bei Schokomotion mal bei Schokofly direkt anfangen. Jo, so, jetzt wird von rechts die Nummer 2 auf zur Landung. Die Dame leitet den Check rein. Und setzt auch viel besser auf. Würde ich sagen. Super gemacht. Also, das war soweit erstmal der Slot der Firma Sansibar. Henning, dir vielen Dank für deine Ausführungen. Und wer Interesse...